Ich sage herzlich willkommen zu einem neuen EEB-Talk, heute mit dem Björn Friedrich vom Studio in Netz in München. Es geht um interaktives Präsentieren mit Prezi und Mindmeister. Ich freue mich, dass so viele heute da sind, sowohl über Video als auch in der Teilnehmerliste. Generell zum EEB-Talk, es ist keine Präsentation, kein Vortrag, ein offenes Gespräch. Jeder hat die Möglichkeit, in das Gespräch auch mit einzusteigen. Diejenigen, die jetzt nicht per Video dazugeschaltet sind, können entweder über Twitter mit dem Hashtag EEB-Talk oder hier über die Chatfunktion einfach ja, ihre Fragen stellen und ich werde sie dann an den Björn oder auch an die Gruppe hier weitergeben. Ja, ansonsten ohne lange Vorrede, Björn, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Vielleicht sagst du erstmal so was zu deiner Person. Was tust du, wo kommst du her? Ja, schönen guten Morgen und hallo auch von mir. Ja, mein Name ist Björn Friedrich, genau. Ich komme aus Augsburg, beziehungsweise wohne in Augsburg, das ist so die Wahlheimat geworden und arbeite schon seit einigen Jahren im Studio im Netz in München. Also habe ein bisschen zu fahren auch, aber der Weg lohnt sich. Genau, und im Studio im Netz sind wir eine medienpädagogische Einrichtung. Ich kann euch auch mal gleich kurz zeigen. Ich gebe schon mal meinen Bildschirm frei, Tobias. Ja. Genau, nicht wundern. So. Dann seht ihr mal ganz kurz, das hier ist unsere Webseite, wer wir sind, was wir machen. Also medienpädagogische Einrichtung aus München, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Kinder, Jugendliche und digitale Welten beschäftigt und allem, was so dazugehört. Das sind gibt es seit 1996. Das heißt, damals waren diese digitalen Welten noch ein bisschen anders als heute. Da war so das Internet gerade dabei, zum Massenmedium zu werden und Computerspiele kamen auf, Handys kamen auf. Und ja, von da haben wir diese Entwicklung eigentlich begleitet und haben da ja, verschiedene Projekte, Angebote, Veranstaltungen, Publikationen und so weiter, die wir in diesem Kontext durchführen. Unsere Zielgruppen sind in erster Linie Kinder, Jugendliche, Eltern, Multiplikatorinnen aus der pädagogischen Arbeit. Genau, also eigentlich diverse Ziel- und Altersgruppen, die wir so bedienen. Genau, das ganz kurz zu mir. Ja, und heute soll es ja gehen um die Frage nach dem Präsentieren mit Prezi und Mindmeister, also mit zwei Tools, die beide online basiert sind und die eben ermöglichen, online ja, zu arbeiten, auch online gemeinsam zu arbeiten, also kollaborativ mit anderen zusammenzuarbeiten an einem Dokument und das Ganze dann eben natürlich auch entsprechend zu teilen, zu verbreiten, überall zugreifbar zu haben und so weiter. Das ist mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig spannend. Also vor ein paar Jahren gab es noch nicht allzu viele Tools, die das so gut gemacht haben. Heute können das sehr viele Tools. Also zum Beispiel, ich gehe mal kurz zu Prezi, das sieht so aus, diese Präsentationssoftware, die tragen ganz schön dick auf ihrer Webseite, muss man sagen, wenn man hier die Startseite sieht. Harvard-Forscher haben herausgefunden, dass Prezi fesselnder, überzeugender und effizienter ist als PowerPoint. Also schon mal der Frontalangriff quasi auf die Konkurrenten oder Mitbewerber oder so. Und was die Harvard-Forscher da im Detail gemacht haben, das kann man hier erfahren, also kann man nachlesen. Und so ähnlich geht es hier unten weiter. Also die präsentieren sich sehr stolz. Man muss ihnen schon zugestehen, und deshalb mag ich das Tool auch sehr gerne, dass die zum einen früh dran waren, was das Thema Online-Zusammenarbeit angeht oder Online-Präsentationen. Das haben die vor ja, rund 10 Jahren schon etabliert mit dieser Seite und haben da eben ein tolles Tool dafür geschaffen. Und sie haben das stylisch sehr schön aufbereitet. Das ist gleich wirklich ein großer Mehrwert von Prezi gegenüber PowerPoint, dass die einfach sehr schöne Designvorlagen haben und sehr schöne Funktionen, die einfach gut aussehen und die das Ganze relativ schick machen. Das sind 365 oder Office 365 oder so, die können das mittlerweile auch, aber Prezi war dann ein Stück weit ansehen möchten. Und das zweite Tool ist dann eben der Mindmeister, der sieht so aus, ist zunächst mal eine klassische Mindmapping Software oder eine Online-Mindmapping-Lösung, wo ich eben Mindmaps online erstellen kann, gemeinsam mit anderen, mit Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Fremden, mit wem auch immer. Und dann kann ich diese Mindmaps, und das ist da das Besondere, noch umwandeln in Präsentationen und kann die dann eben so Schritt für Schritt abspielen und vorführen. Genau, und das werde ich euch auch noch kurz zeigen.
Also das ist schon mal so kurz der Vorgriff auf das, was heute kommen wird. Okay, dann würde ich sagen, ich starte mal mit Prezi oder Prezi, weiß keiner so genau, wie man es ausspricht. Es gibt, glaube ich, im Deutschen viele unterschiedliche Sprechweisen. Ich sage am liebsten Prezi, so dazu vom Presentation abgeleitet. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was die offizielle Sprachregelung ist. Ist auch egal. Es ist so, wenn man einen neuen Prezi-Account anlegt, das habe ich jetzt kürzlich festgestellt, dann gibt es heute schon wieder ganz andere Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, Leute, die Prezi schon nutzen seit ein paar Jahren oder die noch so einen halbaktiven Account irgendwo rumliegen haben und sich wieder einloggen, die haben wahrscheinlich andere Versionen oder eine andere Ansicht zur Verfügung als die, die jetzt momentan etabliert ist. Ich habe jetzt mal einen neuen Account angelegt vor ein paar Tagen, um das heute nochmal zeigen zu können und jetzt zeige ich also, wie gesagt, die Variante, die man jetzt bekommt, wenn man jetzt einen neuen Account startet. Und wie gesagt, die alten Accounts, da sieht es ein bisschen anders aus, aber es ist so ungefähr vergleichbar. Deshalb glaube ich, das ist durchaus übertragbar. Also ich bin jetzt hier mal in meinem Dashboard, in meiner Übersicht. Man sieht, da liegt noch nicht so wahnsinnig viel. Das hier ist so eine Musterpräsentation, die ersten Schritte. Und hier habe ich eine Test-Presse neulich eben mal angelegt. Und hier starte ich jetzt mal eine komplett neue Präsentation, um euch mal zu zeigen, wie das aussieht. So, das lädt jetzt erstmal ein bisschen. Und dann, genau, beginnt es damit, dass ich verschiedene Vorlagen habe, aus denen ich was auswählen kann. Man sieht also hier ist eher so, ja, der Sales, der Business-Bereich. Man kann gleich dazu sagen, es ist immer so gestaltet, dass man eben ein Hintergrundbild hat, zum Beispiel hier, und dann verschiedene einzelne Punkte und die Präsentation bewegt sich dann eben Schritt für Schritt durch diese Punkte und ich kann entsprechend Unterpunkte hinzufügen und so weiter. Hier unten wäre der Bereich Bildung und gemeinnützige Organisationen, das heißt, das ist dann eher das, was uns betrifft. Da gibt es verschiedene Vorlagen. Hier gibt es noch allgemeine Vorlagen. Hier könnte ich das noch nach Farbe sortieren. Und so weiter und so fort. Also ich kann mir jetzt hier irgendeine Vorlage aussuchen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte mal mit einer eher leeren Präsentation, mit einer leeren Vorlage starten. Und das würde ich jetzt mal machen, dass ich also die hier mal auswähle und ja, die jetzt auch verwende. Gleich gelobt. Das war sehr nett, was ich gemacht habe, obwohl ich noch gar nicht viel gemacht habe. Aber gut. So, und jetzt. Ach so, ich muss jetzt einen Titel eingeben, Entschuldigung. Ich nenne das Ganze jetzt mal Social Media. So, und jetzt kann ich genau hier schon auswählen. Will ich das geheim halten? Das darf ich in meinem Account jetzt nicht, weil ich hier einen kostenlosen Account habe. Und da ist es eben nicht möglich, dass ich diese Präsentationen versteckt speichere und geheim halte und nur an ausgewählte Personen teile. Sondern in der kostenlosen Variante muss ich das jetzt für alle freigeben. Jetzt kann ich auf Weitergehen und dann startet es. Bei den älteren Accounts, also auch bei unserem Account, ist es so, wir haben so einen alten Edu-Account noch, also Educational Account, der ist auch kostenlos, aber der hat mehr Funktionen als der jetzige kostenlose und da können wir jetzt beispielsweise noch Präsentationen komplett geheim halten oder eben Präsentationen nur mit Link freigeben oder an ausgewählte E-Mail-Adressen freigeben oder ähnliches. Also wie gesagt, je nach Account gibt es hier unterschiedliche Lösungen, aber diejenigen, die sich jetzt einen neuen Account anlegen, die müssen damit leben, dass die Präsentationen alle öffentlich im Netz stehen. Was, glaube ich, auch kein Problem ist in der Regel, aber man muss es einfach wissen. So, also jetzt bin ich hier, jetzt kann ich nochmal starten. Ich mache einen Präsentationstitel. Da schreibe ich jetzt nochmal Social Media. So, und als Untertitel schreibe ich Stand 2019, weil wir wissen ja, gerade im Medienbereich, sowas verändert sich sehr schnell. So, und was ihr schon seht, ich habe hier ganz einfache Textfelder, die ich eben bearbeiten kann, die ich jetzt auch hier von der Größe noch verschieben kann. Das ist also relativ intuitiv alles gestaltet. Ich kann hier oben die Schriftarten verändern natürlich. Also ich muss nicht das nehmen, was mir hier vorgegeben ist, sondern ich kann mir irgendwas anderes auch aussuchen. Und ich kann diverse Vorlagen hier noch auswählen. Also jetzt ist das ein Titel oder ein Untertitel oder ähnliches. Da gibt es auch Voreinstellungen, die ich entsprechend anpassen kann. Dann habe ich hier natürlich das übliche, gut, die Schrift alles jetzt nicht gerade ganz ansprechend. Naja. So, hier kann ich verkleinern und vergrößern, soweit klar. Aber er vergrößert mir immer das falsche Fenster. Seht ihr das auch so wie ich?
Ich habe eigentlich den Stand 2019 gewählt. Ja, jetzt geht's. Okay, also jetzt machen wir hier nochmal eine andere Schriftart. Ja, so ist es. Also hier sind die üblichen Tools, die man aus Textverarbeitungsprogrammen und so weiter kennt. Also größer, kleiner machen. Fett, kursiv, Hintergrundfarben kann ich hinzufügen. Natürlich kann ich auch meine Textfarbe hier ändern und so weiter und so fort. Also das kennt man alles. Das ist so übernommen, wie das auch aus anderen Programmen bekannt ist. So, wenn ich jetzt hier noch irgendwo ein Bild einfügen möchte, dann kann ich hier über Bild hochladen gehen und ich habe mir da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Da wähle ich jetzt also mein Bild aus und kann das hier einfügen. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier ein Hintergrundbild, was momentan nicht so wahnsinnig gut zu der Schrift passt, weil man die Schrift nicht mehr lesen kann. Das heißt, ich müsste die Schrift wieder entsprechend anpassen, zum Beispiel indem ich hier eine Hintergrundfarbe mit reinlege. Und hier am besten auch. Wo ist der Button? Okay, das wird jetzt kein designtechnisches Meisterwerk, was ich hier liefere, aber ich glaube, für eine kurze Einführung erschließt sich hoffentlich der Sinn und Zweck dieser Funktionen. So, machen wir das mal so. Ja, naja, hübsch ist es nicht, ne? Aber ihr seht, worauf ich hinaus möchte. So, und ja, dann können wir mal anfangen. Dann sage ich jetzt mal, das reicht mir für meine Titelfolie. Dann beginne ich hier mit dem ersten Punkt. Ihr seht auch hier links in der Navigation, dass ich also hier eine Titelfolie habe und hier geht es zum ersten Punkt. Das heißt, den kann ich hier auswählen, dann springt es rein. Oder ich könnte den auch, wenn ich jetzt mal zurückzoome mit der Maus und ich bin jetzt hier wieder in meinem Startbereich irgendwo und klicke da rein mit Doppelklick, dann springt er auch hier rein oder zoomt hier rein. So, jetzt bin ich also im ersten Punkt. Das heißt, ich werde, wenn man so die PowerPoint-Logik denkt, werde ich in der ersten Unterfolie quasi oder in der zweiten Folie nach der Titelfolie und kann jetzt hier meinen Inhalt wieder ausgestalten. Also jetzt fange ich hier mal an bei Social Media klassischerweise mit Facebook und ich binde hier noch ein Foto ein. Das kann ich jetzt auch hier oben machen. Übrigens, hier rechts die Leiste ist jetzt verschwunden, aber ich habe oben ja noch den Button einfügen. Da kann ich nämlich auch verschiedene Elemente auswählen. Also ich könnte hier zum Beispiel YouTube-Videos auswählen, ich könnte Tondateien einfügen, ich kann so grafische Elemente wie Pfeile, Linien, Formen und so weiter einfügen, Diagramme und so, dazu komme ich später noch. Und ich kann aber hier auch wieder ein Bild hochladen, also zum Beispiel, jetzt mal wieder die Variante von vorhin, zum Beispiel hier dieses Facebook-Bildchen und das kann ich jetzt hier als kleineres Bild einfügen. Und dann kann ich so ein Bild natürlich auch, wenn es hochgeladen ist, entsprechend jetzt von der Größe nochmal vergrößern, verkleinern, und entsprechend verschieben und anpassen. So, und hier könnte ich noch weiteren Text schreiben, will ich in dem Fall aber nicht. Also kann ich das Textfeld auch einfach entfernen mit der Enter-Taste, also mit der Delete-Taste, dann ist es weg. So, und dafür kann ich das hier ein bisschen größer reinziehen. Was ihr vielleicht auch seht, er macht auch so automatische Rasterlinien. Also hier zum Beispiel ist es zentriert im Vergleich zu diesem Button nebenan. Hier ist es dann die Linie von dem großen Kreis hier hinter mir und so weiter. Also er rastert das automatisch auch ein und kann das entsprechend anordnen. So, und hier unter Subtopic käme ich weiter zum nächsten Punkt und so weiter und so fort. Ich will aber jetzt mal noch ein zweites Element machen. Und da mache ich jetzt hier unten bei dem Thema, also unten links, gehe ich auf den Planeten und füge mir hier einen neuen kleinen Planeten an. Also ihr seht, auch hier habe ich zwei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ich kann nämlich zum einen hier, also wieder die kleinen Planeten, eben die um die Sonne kreisen, kann ich hier verschiedene Unterpunkte festlegen oder ich könnte so einen Kartenstapel quasi anlegen, wo ich verschiedene Folien untereinander lege, die dann so nach und nach eingeblendet werden. Ich habe jetzt mich mal hier für den Planeten entschieden und ich mache gleich noch einen dritten Planeten hinzu. So. Und die kann ich jetzt auch wieder entsprechend anordnen. Wenn ich sage, die gefallen mir gerade nicht so, wie sie da liegen, dann schiebe ich die entsprechend hier runter und kann die vergrößern, verkleinern. Den hier mache ich auch ein bisschen kleiner und schiebe den auch mal darunter. So, und den ersten, der später zu Facebook wurde, den kann ich mal da hochschieben zum Beispiel. Und mache ich auch noch ein bisschen kleiner. So.
Und hier in der Vorschau sieht man jetzt, also als wir vorhin reingezoomt hatten, ich gehe nochmal rein, da sehen wir diese Facebook-Folie in der Übersicht oben. Heißt das noch, na, Entschuldigung, in der Übersicht, wenn ich zurückzoome, so rum, ist das hier immer noch Topic. Ich muss zugeben, manchmal ist es ein bisschen ungewohnt, weil das in der anderen Variante anders funktioniert. Also hier läuft es einfach mit dem Scrollrad, dass ich rein und rauszoomen kann. Genau, und hier steht aber noch Topic, nicht Facebook. Das heißt aber, ich kann hier, ach Mensch, ich kann hier dieses Textelement auswählen jetzt. Da darf ich aber nicht doppelklicken, sonst zoomt er wieder rein, sondern ich muss es langsam und bedächtig auswählen und könnte es dann nochmal umbenennen in Facebook und hier unten beispielsweise in Twitter. So, und hier noch in Instagram. Falls er mich reinlässt, so. Okay. Und dann könnte ich jetzt natürlich auch hier entsprechend wieder Bilder, Videos einfügen, Text einfügen und so weiter und so fort. Und was jetzt automatisch schon gemacht hat, ist eben hier diese Anordnung für die Präsentation, dass er also diese drei Planeten als drei Punkte nacheinander angeordnet hat. So, jetzt gehen wir mal in die Vorschau, weil mit Blick auf die Uhr, wir haben ja heute noch ein bisschen was anderes vor, will ich jetzt gar nicht ewig bei Prezi alle Details austesten, sondern wir gehen hier mal auf Präsentieren und gucken mal, wie das jetzt aussieht. Also, wir haben hier die Übersicht. Wenn ich jetzt auf die Pfeiltaste einfach klicke, dann geht er in den Facebook-Planeten und zeigt mir hier mein Bildchen an. Jetzt können Subtopics hier rechts noch mit Inhalt füllen. Dann könnte ich die noch nacheinander abarbeiten. Das ist aber der nächste Punkt in meiner Präsentation ist, ach, gehen wir zu Instagram rüber, was auch noch leer ist. Aber ihr seht schon, also diese Zoom-Effekte und diese Geschichte, dass ich eben nicht wie bei PowerPoint eine Folie nach der nächsten zeige, sondern dass ich so in meinem Gang und da eben, ja, in die Tiefe gehen kann und es im Detail beleuchten kann. Das ist so diese Eigenheit, die Prezi eigentlich von Anfang an auszeichnet. Der Arbeitenmodus. Genau, und jetzt könnte ich entsprechend das noch schöner ausgestalten. Was ich vorhin gezeigt hatte, wenn ich hier oben bei Einfügen bin, das möchte ich noch zum Schluss kurz sagen. Ich kann hier verschiedene Storyblocks einfügen. Das heißt, ich habe da verschiedene Vorgaben wiederum, die ich eben einbinden kann. Also zum Beispiel hier was medienmäßig passen würde, so ein kleines Tablet und ein Smartphone. Oder auch so eher im Notizblock-Stil, in Listenansicht, in Form von solchen Inforeitern und andere Visualisierungen sind hier also möglich. Und wenn ich sowas jetzt einfügen würde, also zum Beispiel nehme ich mal das hier. Na, ach so, Entschuldigung, das war jetzt nur die Kategorie. So, und jetzt lädt er hier die einzelnen Details und dann kann ich die reinziehen. So, also wenn ich das jetzt hier rübernehme, die Webpage, und da nochmal auf Reinzoomen gehe, dann hat er da so eine Ansicht. Die ist jetzt auch wieder nicht sonderlich hübsch, aber da habe ich hier rechts noch andere Optionen, wie das gestaltet sein kann. Ich könnte auch eher so. Und ich kann natürlich immer auch meinen Stil anpassen. Also wenn ich sage hier der Gesamtstil, sagen, ich möchte den Hintergrund verändern, ich möchte die Farbgestaltung verändern. Also jetzt sind wir eher in so Blau- und Grün-Modelle auswählen. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten, auch im Nachhinein dann, wenn die Inhalte stehen, nochmal die komplette Präsentation grafisch einfach umzuwerfen und neu zu layouten quasi mit den entsprechenden Vorgaben. Okay, und dann last but not least kann ich das Ganze, wenn ich fertig bin oder auch während des Prozesses, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeiten möchte, kann ich hier auf Teilen gehen. Dann kann ich entweder den Link abrufen, wo man die Präsentation sehen kann und kann den posten oder verschicken oder wie auch immer. Oder ich kann unter Zusammenarbeiten auch Leute einladen. Also ich könnte jetzt den Tobias einladen oder wen auch immer und dann könnten wir gemeinsam an dieser Präsentation weiterarbeiten. Das machen wir in dem Fall jetzt nicht, das machen wir gleich noch bei MindMeister. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie das funktioniert. Also entweder ich möchte mit Kollegen zusammen hier eben was bearbeiten oder ich sage, ich stelle meine Version fertig und möchte die aber teilen und jemand anderes kann dann hier
präsentieren oder kommentieren oder eben auch bearbeiten. Und bei dem Bearbeiten ist es auch immer möglich, dass man sich eine Kopie zieht, also dass man nicht das Original weiter bearbeitet, sondern dass man sagt, die Empfängerin, der Empfänger kopiert sich diese Präsentation und macht dann seine eigene Variante davon und meine bleibt davon aber unberührt. Das wäre alles denkbar. Okay, ich glaube, ich würde sagen, das reicht soweit mal grob als Einführung in Prezi. Okay, habt ihr dazu Fragen oder sollen wir gleich das zweite angehen? Ich Der würde sagen, Moderator. erstmal danke, Björn, für diesen Prezi, ich sag mal, Überblick, sehr informativ. Ja, vielleicht gehen wir einfach mal kurz so in die Fragen und in die Diskussion. Also, ich kann mich noch so auch an Prezi erinnern, vor ein paar Jahren, wo das ja so als das Allheilmittel der Präsentationstools irgendwie, ich sag mal, angepriesen, wobei ich eigentlich auch immer der Meinung war, wenn die Präsentation schlecht ist, dann bringt mir auch das beste Tool an und für sich nichts. Aber vielleicht gehen wir einfach mal so in die Diskussion. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit Prezi? Habt ihr vielleicht noch Fragen direkt dazu an Björn oder Ergänzung? Helene. Also, eine meiner Erfahrungen ist, je wilder eine Prezi angelegt ist, desto mehr Leute gibt es, die unter Motion Sickness leiden. Also, wenn zu viel hin und her geflogen wird, dann gibt es Leute, denen das einfach nicht gut tut. Und meine zweite Erfahrung ist, Prezis müssen noch deutlich besser strukturiert sein als lineare Präsentationen, weil ich kenne schon genug Vortragende, die sich in linearen Präsentationen verlieren oder nicht wissen, was auf ihrer nächsten Folie kommt oder ihre Animationen nicht ordentlich programmiert haben und ähnliches. Das multipliziert sich meiner Erfahrung noch mit Prezi. Also Leute, die Prezi wirklich gut beherrschen, kenne ich wenige. Ja, also ich finde das Tool witzig und lustig, aber es setzt noch mal mehr, deutlich mehr didaktische Kompetenzen voraus als eine lineare Präsentation. Und daran hakt es meiner Meinung nach oft. Ja, Weiter. also ich kann nur bestätigen, das mit dem Motion Sickness, wenn man zu viel rumfliegt und rumzoomt, das geht mir ganz genauso, ja. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich ein bisschen zurücknimmt. Das ist aber ähnlich wie bei PowerPoint. Es gibt ja auch Menschen, die gestalten PowerPoints, wo jeder Satz einzeln reinfliegt und reinzoomt und so weiter. Das ist genauso schlimm und genauso ist es eben bei Prezi. Wenn ich nur wild umeinander fliege und zoome wie verrückt, dann ist es wie so eine visuelle Achterbahnfahrt, die macht keinen Spaß, das ist klar. Und dass man eine Präsentation strukturieren muss, das gilt, glaube ich, für jede Präsentation und für jeden Vortrag, unabhängig von der Software und von dem Tool, das ich nutze. Also egal ob PowerPoint oder eben Prezi oder sonstiges, muss ich immer mir erst Gedanken machen, was möchte ich vermitteln und wie möchte ich das aufbauen und strukturieren. Also ich glaube, da ist hier wie auch dort eine gewisse Kompetenz gefordert, ja, auf jeden Fall. Ja. Eine Frage, die sich ja mir ja auch noch stellt, das ist ja auch noch so die Zugänglichkeit von Prezi. Wir hatten gerade so ein bisschen die Diskussion über Flash oder HTML5, also die Systemvoraussetzungen, die man braucht. Schnelles Googlen hat jetzt ergeben, Prezi Next läuft wohl mit HTML5, aber was jetzt Next und das normale Prezi ist, weiß ich jetzt nicht. Gebe ich die Frage einfach mal weiter und ich sag mal, die Möglichkeit, offline zu arbeiten. Gab es früher in meinem Account, ich hatte einen Edu-Account damals, einen bezahlten, die gab es damals, gibt es die jetzt immer noch oder nur als Bezahlversion? Michael nickt. Also Prezi Next, das ist richtig, es gibt diesen Unterschied Prezi Next und Prezi Classic, zumindest in alten Accounts. Der neue Account, also auf der, den ich jetzt angelegt habe, der läuft in diesem sogenannten Prezi Next und das ist dann eben HTML5. Und wie gesagt, die alten, die auch in unserem Account noch vorhanden sind, die laufen eher mit Flash. Genau. Der Vorteil von diesem Prezi Classic, also von der alten Variante, ist, dass man die downloaden kann und dann als Flash-Datei einfach abspeichern kann und auf USB-Stick auch offline vorführen kann und so weiter. Und das geht mit Prezi Next momentan nicht, zumindest in unserem Account nicht. Und mit dem Offline-Bearbeiten muss ich zugeben, die Frage gebe ich jetzt mal weiter an Michael, weil ich da gar nicht ganz versiert bin. Du kannst oben, auch in dem neuen Account, du kannst oben links in der Ecke auswählen, ob du Next oder den alten verwendest. Erstens das und zweitens geht auch bei Next, also ich mache das regelmäßig, kann man auch downloaden. Also bei meinem Account, das ist ein bezahlter Account, da kann ich auch downloaden und das offline nutzen.
Genau, aber ich glaube, den kostenlosen Accounts in den alten nicht. Bei uns gibt es eigentlich nicht. Und ich kann jetzt hier wiederum nicht auswählen, dass ich zu Privacy Classic wechseln will. Also in dem neuen Account habe ich meiner Meinung nach nur die Next-Variante. Ich habe hier keine Funktion, wo ich wechseln kann zu Classic. Ja, bei neu kriegt man nur noch HTML5, ja, wenn man einen neu anlegt. Beim alten konnte man wechseln, aber je nachdem, also ich habe für jedes Projekt immer eigene Accounts, für den Fall, dass Leute was ändern. Ne? Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt Accounts, wo man einmal auf Next gewechselt hat, kann man nicht wieder zurückwechseln. Und es gibt andere Accounts, da kann man es. Warum das so ist, don't ask. Ja. Okay, gut. Aber ich glaube, da ist auch nochmal so der Unterschied zwischen den Bezahlvarianten und den kostenlosen, was so die Offline-Nutzung angeht. Also früher war es auch so, dass Offline-Nutzung eben nur im Bezahl-Account möglich war. Und irgendwo muss der Mehrwert ja auch da sein, genau. Was ich noch schön finde, wenn ich das gerade einflechten darf, ist, was ich öfters mache, dass ich es vom Handy aus steuern kann. Das Handy kann die Fernbedienung sozusagen zum Computer sein. Im WLAN, und das ist eine ziemlich coole Sache, dass ich eben nicht immer auf dem Computer rumfummeln muss, sondern dass ich mit dem Handy weitergehe beziehungsweise auch zurückgehen kann und dergleichen. Gut. Okay, ich guck mal, gibt es sonst noch Fragen im Chat? Sonst keine. Twitter auch nicht. Gibt es hier noch Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen? Dem scheint erstmal nicht zu sein. Dann erstmal vielen Dank, Björn. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja nicht nur Prezi heute, nicht nur Prezi heute hier, sondern auch Mindmeister. Ja, Björn, würdest du dann die Überleitung dann übernehmen? Für mich sieht der Björn gerade sehr statisch aus. Also Björn, falls du mich hörst, wir hören dich nicht und dein Bild hängt. Und jetzt, okay, hallo Björn, dein Mikrofon ist noch aus. Okay, Entschuldigung, ich war kurz offline irgendwie, aber jetzt bin ich wieder da. Also deine Verbindung, die hakt ab und an, und ab und an ist der Ton auch sehr fragmentiert und stüppelhaft. Mhm. Also vielleicht doch WLAN-Kabel verlegen. Genau, mal sehen. Gut, nee, also wie gesagt, Fragen wären zu Prezi keine mehr da, würde ich sagen, gehen zu Mindmeister über, und dann gebe ich einfach nochmal an dich weiter, Björn. Alles klar, so dann. Ist halt Augsburg. Nee, ist München. Ländlicher Raum. Nee, ich glaube auch, also ich bin jetzt in dem anderen WLAN, es kann sein, dass ich in dem anderen der Schwäche angebunden war. Jetzt probieren wir es mal, wie es hier wird. Aber es ist tatsächlich ein bisschen ländlich. Also wir sind hier am Stadtrand von München. Ja, egal, das führt jetzt zu weit. So, wir gehen mal zum Mindmeister. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es jetzt besser funktioniert und besser klappt. Gut, also Online-Mindmapping, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das heißt, die Mindmapping-Methode an sich muss ich jetzt vielleicht nicht erklären. Die kennen wir alle. Hier kann ich das eben online machen, ich kann das gemeinsam machen. Also ich kann dieses Online-Tool natürlich auch nutzen, um bei einer Teambesprechung, wo wir alle zusammensitzen, die Ergebnisse online festzuhalten. Ich könnte aber eben auch online mit anderen zusammenarbeiten. So, ich bin hier auch schon mal eingeloggt, und ich würde jetzt da auch mal wieder, es ist ähnlich wie bei Prezi. Auch hier habe ich im Dashboard eben erstmal verschiedene Vorlagen, die ich auswählen könnte. Ich mache jetzt auch einfach mal was ganz Leeres wieder, was ganz Neues. So, und dann würde ich da jetzt auch gleich in dem Fall mal, wenn man eine Mindmap ja doch vielleicht eher mal zusammen auch gestaltet, deshalb würde ich jetzt auch jemanden einladen. So, also meine neue Mindmap heißt jetzt auch wieder Social Media, Media, so. Erste Schritte brauchen wir jetzt nicht, wir machen los. So. Also, ich habe hier meinen Kanal Social Media. So, und wenn ich, oder meinen Titel Social Media. Und wenn ich hier auf Enter drücke, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ihr habt gesehen, was passiert. Ich drücke auf Enter und dann kommt der erste Zweig hier unten. Das heißt, ich kann einfach mit der Enter-Taste immer die neuen Gedanken einfügen und die neuen Zweige erstellen. Also jetzt mache ich es mal ähnlich wie vorhin. Ich beginne mit Facebook und
nehme einen zweiten Gedanken namens Twitter und nehme einen dritten Gedanken namens Instagram. So. Soweit, so gut. Also, das ist erstmal die Möglichkeit, dass ich hier eben verschiedene Gedanken hier eingeben kann und strukturieren kann. So, wenn ich jetzt, wieso geht dieser komische Erste-Schritte-Knopf hier unten nicht weg? Nee. Entschuldigung, ich habe hier noch dieses komische Fenster mit den ganzen Bildern und so weiter. Das verwirrt mich noch. Moment. Da ist ein X oben rechts im Fenster. Oben rechts ist ein X? Im Fenster Erste Schritte ist ein helles, graues X oben rechts. Da. Ach, genau. Das ist ein guter Hinweis. Dankeschön. Das habe ich gesucht. Da liegt nämlich noch. Ja, jetzt. Okay, also jetzt habe ich hier genau die ersten Schritte endlich mal weg und ich bin in meiner Mindmap, so wie ich das haben möchte, genau. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich wollte jemanden einladen, damit wir gleich gemeinsam mal hier Gedanken teilen können. Und da gebe ich mal kurz den Tobias ein. So, mit seiner Spam-Mail-Adresse. Das heißt, wenn ihr den Tobias anmailen wollt, dann bitte nicht über diese Mail-Adresse. Da würde er wahrscheinlich nicht unbedingt reagieren. So, aber Tobias, du müsstest jetzt hoffentlich eine Einladung bekommen haben und müsstest jetzt dann dich einklinken können, um mit mir gemeinsam, genau. Da unten bist du schon mal registriert als geteilte Person und dann können wir hoffentlich hier gemeinsam Gedanken strukturieren. Genau. Ja, ich gucke jetzt lange? Bei mir im Backend, genau, und vielleicht... Moment. Warte. Ich gucke jetzt mal kurz bei mir, Björn, weil du sagtest, ich bin jetzt mal so frei und hebe jetzt hier einfach mal auf, weil du sagtest, du hast mir jetzt eine Einladung jetzt geschickt und einfach mal zu zeigen, wie es jetzt bei mir jetzt hier aussieht. Genau, das ist jetzt meine Mindmeister-Oberfläche und jetzt hier bei Aktivität heute, da ist auch schon der Hinweis, Studio hat drei Topics hinzugefügt, Studio hat Social Media bearbeitet und entsprechend mit einem Klick hier drauf komme ich dann eben auch in die Mindmap und kann jetzt von hier aus direkt mitarbeiten. Mhm. Genau. Genau. Ich wieder zu dir zurückgehen. Alles klar. So, dann gehen wir bei mir wieder rein. So, jetzt sind wir also wieder in meiner Variante. Ich sehe hier, dass der Tobias mit online ist. So, ansonsten kann ich gestalterisch auch wieder die Sachen entsprechend anpassen, ähnlich wie vorhin bei Prezi. Also ich muss nicht in dieser Farbumgebung bleiben, sondern ich kann natürlich auch hier zum Beispiel den Hintergrund verändern. Ich kann die Textfarbe verändern und so weiter. Ich kann hier Schriftgröße und die ganzen Details verändern. Und ich kann natürlich auch hier zum Beispiel wieder Bilder einfügen, Bilder hinzufügen, Bilder hochladen oder Bilder aus dem Web verwenden. Hier ist es allerdings so, dass das Hochladen jetzt nicht in meinem Account verfügbar ist. Also auch das ist wieder jetzt der kostenlose Test-Account quasi oder der Basis-Account, sagen wir mal. Das heißt, eigene Bilder hochladen darf ich hier nicht, sondern ich müsste jetzt upgraden, um das zur Verfügung zu haben. Das gehe ich einfach mal auf vielleicht später. Ich kann aber bei Hinzufügen Bilder aus dem Web verwenden. Oder was eigenes zeichnen, das fällt mir jetzt nicht so leicht oder wird auch nicht so ansehnlich. Deshalb gehe ich lieber mal ins Web und nehme jetzt hier mal irgendwas. Ich kann dann, was das Urheberrecht angeht, kann ich hier auch nachsehen, eben welche Bilder sind unter welcher Variante freigegeben. Das ist ganz hilfreich, um das zu sehen, beziehungsweise könnte ich hier oben auch noch auswählen und könnte eine direkte URL eingeben. Also wenn ich jetzt ein direktes Bild mir vorher ausgesucht habe, zum Beispiel eben ein lizenzfreies Bild, dann kann ich auch die URL direkt einfügen, um da eben sicher zu gehen, dass ich keine Rechtsverletzung vornehme. So, in dem Fall machen wir jetzt einfach mal abbrechen, weil, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ihr habt gesehen, wie es geht und wo die Grenzen liegen. So, ich habe hier noch so hübsche Icons auch, die ich einfügen kann. Ich habe Emojis und so weiter, die ich einfügen kann. Also diverse Funktionen, wie ich also eben meine Präsentation oder meine Mindmap hier noch anreichern kann.
So, und hier währenddessen hat Tobias weitergearbeitet und hat hier MindMeister hinzugefügt und ist hier am Ergänzen dieser Map. Genau. So, und was in dem Zusammenhang noch spannend ist, weil ich glaube, wie man eine Mindmap anlegt und füllt, müssen wir jetzt auch nicht im Detail durchgehen. Die Struktur ist klar geworden, denke ich, und die Grundlagen sind erstmal da. So, und dann geht es ja heute eben eigentlich darum, dass ich präsentieren kann, auch mit MindMeister. Und das geht jetzt hier unten mit diesem Button, also mit diesem kleinen Bildschirm. Da wird eben eine Präsentation erstellt. Und da kann ich jetzt das Ganze noch animieren. Beziehungsweise es ist schon ein Stück weit animiert und ich kann es jetzt noch entsprechend anpassen. Also ich gehe ich gehe auf das Plus. Entschuldigung. Dann habe ich hier den ersten Button oder das erste Feld, die erste Slide quasi, wo dieser Social Media Bereich eingerahmt ist. Wenn ich jetzt wieder auf Plus gehe, dann macht er mir ein zweites Feld, das aber wieder in dem Social Media Bereich liegt. Das kann ich jetzt aber verschieben, also indem ich das jetzt einfach anpacke mit der Maus und hier rüberziehe und dann sage, ich möchte das größentechnisch noch ein bisschen anpassen. Dann hätte ich hier als meine zweite Slide den Facebook-Bereich eben definiert. So. Jetzt mache ich mal kurz noch hier den dritten Bereich, Twitter und Instagram lassen wir jetzt einfach mal weg und gehen dann mal rüber zu Tobias. So. Was wir hier jetzt noch auswählen können, ist der Effekt. Also wenn ich in der ersten und in der zweiten Folie bin zum Beispiel, kann ich hier, habe ich als Effekt voreingestellt, die normale Bewegung. Ich könnte da jetzt auch sagen, das mache ich mal bei der Folie 3 bei Twitter, ich ändere das hier zum Beispiel von Bewegen zu einem schnellen oder langsamen Zoomen. Da ist jetzt wieder der Effekt, den wir vorhin schon hatten. Wenn man jetzt zu schnell sich hier fortbewegt, dann wird es eventuell anstrengend für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Deshalb nehme ich mal das langsame Zoomen. So, und ich gehe mal zurück in die erste Folie und gehe dann auf Präsentation starten. Achso, wollen Sie Ihre Präsentation vor diesen Besuchern halten? Das heißt, weil es der Tobias momentan eben online ist, muss er mitgucken quasi oder auch nicht. Ich gehe jetzt mal auf Ja in dem Fall. So, und ich möchte es allen mal zeigen. Also wir starten im ersten Feld, also in Social Media. Wir gehen dann rüber zu Facebook. Das war dieser normale Bewegen-Effekt. Und bei Twitter war es eben dieser langsame Zoom. Das heißt, ich zoome erstmal raus in meine Gesamtmap und zoome dann zu Twitter wieder rein. Genau. Und bei MindMeister, der vierte Übergang, das wäre wiederum dieser normale Bewegungsübergang. Das heißt, das ist so eine kleine Möglichkeit, Präsentation anhalten, so eine kleine Möglichkeit, um auszuwählen, will ich direkt von Punkt zu Punkt springen oder möchte ich eben vielleicht erstmal, wenn ich meine einzelnen Punkte noch vertieft habe, also bei Facebook kommen hier noch 3, 4, 5 Unterpunkte, die ich einander abarbeiten kann und dann könnte ich mal zurückgehen in die Gesamtansicht. Das heißt, dann würde ich vielleicht diesen langsamen Zoom auswählen, um nochmal den Überblick zu erhalten und um dann wieder in einen Punkt reinzufahren. Also das wäre so eine Möglichkeit, wie man das Ganze eben gestalten kann. So, auch das kann ich dann natürlich wieder exportieren und mir offline abspeichern. Genau. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch dabei mal belassen. Wir haben schon 10.40 Uhr, also schon 40 Minuten sind vergangen. Wir können gerne noch Fragen besprechen, aber das wäre jetzt mal soweit die kurze Einführung und die Grundlagen von MindMeister und von der Möglichkeit, mit MindMeister eben eine Präsentation zu erstellen. Okay. Vielleicht Björn, ja. Was ich bei MindMeister ja ganz auch toll finde, du kannst eine Präsentation generell ja auch freigeben für die Öffentlichkeit, also einen Freigabelink auch erzeugen. Mhm. Wenn du das noch vielleicht abschließend noch zeigen könntest, dann könnten wir in die Diskussion dann gehen. Genau. Warte mal kurz, das war. Das ist unter meine Maps. Ist das da? Nochmal zurückgehen dann, oder? Ja. Muss ich nämlich, warte mal, gehen wir nochmal ins Dashboard. Ich zugeben muss, dass wir mein Meister bislang eher selten freigeben, sondern eher dann für uns nutzen.
Ist es jetzt hier bei dem... Nee, warte mal, jetzt bin ich ganz falsch. Das war ja deine. Den drei okay. Punkten oben rechts. Da oben. Da kann auch sein, dass das vielleicht gar nicht bei dir... Ich schaue mal bei mir nach. Ich wollte gerade sagen, vielleicht geht es ja je nach Variante nur. Der Tobias hat immer ein eigenes Internet. Bei ihm ist immer alles anders. Ja. Natürlich. Ja. Hat andere Account zumindest. Ja. Ich weiß gar nicht. Also öffnen ist ja bedeutet nur, dass ich wieder drin bin. Ne? Ja. Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich das jetzt wirklich freigeben kann. Okay, ich schaue gerade bei mir mal eben. Schau mal bei dir nach. Also was ich ja immer habe, ist hier die Möglichkeit abzugraden. Das heißt eben in der kostenlosen Basisvariante habe ich nicht so viele Optionen und nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann noch mal kurz reingucken. Bei dem hier ist es aber auch nur, nee, nur der Download und nicht, oder der Export eben, aber nicht die Freigabe online. Na. Gut. Genau. Und hier habe ich nur den direkten Wechsel, aber ich glaube, dass diese Freigabe in meinem Account nicht möglich ist, also nicht zum kostenlosen Basis-Account. Gut, nee, dann würde ich vorschlagen, ich schau mal gerade bei mir im Account nach. Vielleicht nutzen wir einfach mal die Zeit für Fragen, für Rückmeldung, für Ergänzung hier aus der Gruppe Thema Mindmeister. Gibt es von eurer Seite aus Rückmeldung oder Fragen? Also ein paar braucht ihr schon, weil ich brauche jetzt ein bisschen Zeit, um nachzugucken. Ja. Tja, dem scheint wohl so nicht zu sein. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Ich brauche aber kein Internet. Also das heißt, ich kann es offline speichern und dann vor Ort offline zeigen. Ja, speichern und zeigen ja, aber eben nicht bearbeiten. Nicht bearbeiten, okay. Ja, klar. Okay. Ja, aber der Download geht schon. Kann ich Bilder einfügen? Ja, also Bilder war ja das, wo eben das Hochladen von Bildern nur in dem Pro-Account geht, also in dem kostenpflichtigen Account. Und im kostenlosen Account könnte ich jetzt auf Bilder verlinken oder eben Bilder aus dem Web suchen. Das heißt, wenn ich meine eigenen Bilder einfügen möchte, dann müssen die irgendwo online veröffentlicht sein. Also entweder auf meiner Webseite oder auf irgendeiner Bilddatenbank dieser Welt. Und dann kann ich die direkte URL einfügen. Das geht. Aber Bilder hochladen geht eben in diesem kostenlosen Account nicht, sondern nur verlinken. Und eine Webseite darstellen? Ich glaube nicht. Also als Screenshot wahrscheinlich oder die URL einfügen. Aber darstellen in Vorschauform nicht. Nee, soweit ich weiß. Weil da gibt es, glaube ich, nee. Also da wäre mir jetzt keine Funktion bekannt, wie ich das einfügen kann, sondern wie gesagt, eben einen Screenshot machen und den wiederum irgendwo hochladen, das ist ja natürlich möglich, ja. Aber eine Live-Darstellung der Vorschau, das geht nicht. Geht übrigens auch bei Prezi nicht. Videos gehen wiederum, also YouTube-Videos per URL einfügen, das ist wiederum bei beiden möglich. Genau. So, wir haben hier im Chat noch, ach Gott, das wäre Michael. Gut, also ich habe mittlerweile die Funktion auch gefunden. Es ist in der Tat sehr, sehr simpel. Hätten wir auch gleich drauf kommen können. Und zwar in der Mindmap gibt es hier unten den Button mit Einladen. Und hier kann ich auch direkt neben den über den Sharing-Einstellungen die Map veröffentlichen. Und wenn ich die Map veröffentliche, dann ist sie halt auch wirklich öffentlich. Das heißt, es wird ein Public Link erzeugt, den ich auch weitergeben kann. Wirklich jeder darauf zugreifen kann. Aber nur lesen oder nicht fragen. Okay, ja. Ich muss zugeben, das habe ich hier auch stehen. Das habe ich vorhin übersehen. Weil in dem Bereich war ich ja schon, wo ich dich eingeladen habe. Genau. Ja gut, das ist... Und da ist dann unten natürlich auch der Link zum Teilen und dann ist auch hier die Option mehr veröffentlichen. Stimmt. Ja. Also schön versteckt da unten, ja. Okay. Also gut. Also dann geht es doch auch, dann muss ich korrigieren, dann geht es doch auch in der kostenlosen Variante, ja. Genau, wunderbar. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, das ist was wir bislang gar nicht so genutzt haben, deshalb, ja, ist nicht geläufig.
Also wie gesagt, ich nutze MindMeister eigentlich wesentlich lieber als auch Prezi, weil dort der produktive Anteil wesentlich höher ist. Also das heißt, ich kann halt wirklich mit einer Arbeitsgruppe gemeinsam an einer Map arbeiten, Inhalte arbeiten, Strukturierung erstellen und kann dort direkt auch dann die Präsentation draus machen. Muss dann nicht extra nochmal was Separates anlegen. Also von daher, ich nutze das schon seit vielen Jahren. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe den Edu-Account, ich glaube schon seit 2012 irgendwie, ob das noch bei den 24 Euro ist im Jahr, aber es ist auf jeden Fall sehr bezahlbar. Hm. Wobei hier das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame Erstellen einer Präsentation, das kann ich auch bei Prezi. Also da kann ich auch Leute einladen in meine Präsentation, in meine Datei und kann dort eben auch mit Kolleginnen und Kollegen zusammen die Inhalte erstellen, strukturieren und so weiter. Aber dieses Mindmapping, also die Mindmapping-Form, die habe ich natürlich in Prezi nicht, sondern die habe ich dann eher in MindMeister. Hm. Genau, so jetzt kommen schon die ersten Zuschauerinnen, die zu spät sind, die dürfen das dann online nachsehen, genau. Genau, richtig. Also kam jetzt gerade mal so der Kommentar. Also wie gesagt, es wird hier drauf die Aufzeichnung ja geben unter eebvirtuell.de. Irgendwann im Laufe des Tages, spätestens morgen dann, auch nachzuschauen. Ja. Michael hat noch eine Rückmeldung. Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar trifft es Prezi und MindMeister beides. Wenn man jetzt schon vorhandene Präsentationen beziehungsweise schon vorhandene Mindmaps aus anderen Programmen hat, gibt es die Möglichkeit, die zu importieren? Also bei Prezi weiß ich, in der Bezahlvariante hat man die Möglichkeit, vorhandene PowerPoint-Präsentationen umzuwandeln in Prezi. Gibt es die Möglichkeit bei MindMeister auch, dass man aus anderen Präsentationen etwas hochlädt? Also ich kann Dateien auf jeden Fall hochladen und einbinden und anzeigen, aber ob ich vorhandene Mindmaps, da bin ich jetzt ehrlich gesagt wiederum überfragt, also ob du Mindmaps, die du mit einer anderen Mindmapping-Software erstellt hast, hier weiterbearbeiten kannst in MindMeister. Ich habe die Antwort direkt parat, Björn. Und zwar im Dashboard gibt es den Button Importieren. Und hier kann ich, hier steht unterstützte Formate, MindMeister, MindManager, XMind, FreeMind und Plaintext-Formate. Kann ich importieren. Mhm. Ja, stimmt. Ist auch in der kostenlosen Variante so, ja, genau. Okay, also je nach Software wird es teilweise unterstützt, ja. Danke. Okay. Okay. Gut. Ja, wenn es ansonsten so keine weiteren Rückfragen mehr gibt, was du den Anschein macht, bedanke ich Michael. Vielleicht hat ja schon mal jemand ausprobiert, weil ich kann es in der kostenfreien Variante nicht machen, aber Lutz hat ja zumindest eine kostenpflichtige. Hast du schon mal eine PowerPoint-Präsentation in Prezi umwandeln lassen? Jürgen. Ah, Jürgen. Jürgen, wir hören dich nicht. Ja, jetzt. Oder? Hört man mich? Ganz lauter. Leise. Okay. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemacht. Und das war schrecklich, weil er im Prinzip nur die Bilder importiert, also die einzelnen Folien. Ah, und das ist ja nicht Sinn und Zweck, weil Prezi ja nochmal ganz anders funktioniert, auch textreduziert funktioniert. Und ich würde hier im Prinzip nach und nach einfach nur die Bilder reinladen. Das war aber tatsächlich ganz zu Anfang von Prezi. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas geändert haben, kann ich mir aber kaum vorstellen, weil die werden nicht den Text und deine einzelnen Folien analysieren, sondern werden das halt irgendwie als komplette Folie, als Bild importieren und dann hast du Bild nach Bild und das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es geht zur Not, du hast die schönen Übergänge, aber nicht mehr, nicht weniger. Also ich glaube, da ist man schneller dran, wenn man es eben neu macht. Danke. Ja, wir haben das auch nochmal versucht, ist auch schon wieder ein bisschen her, aber da war es genauso, dass er eben quasi Screenshots von den einzelnen Folien als Bilddateien abgelegt hat und dann konnte ich den Text nicht mehr bearbeiten. Das macht wenig Spaß. Insofern dann, ja, besser neu bauen und nachbauen. Wie auch immer. Okay. Gut. Michael, noch eine Frage? Alles klar. Nee, also wenn ansonsten keine weiteren Rückmeldungen oder Rückfragen da sind,
bedanke ich mich erstmal bei dir, Björn, für den tollen Input zu Prezi und MindMeister. Und vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, uns die Programme genau mal zu zeigen. Ich darf aber ansonsten an dieser Stelle noch auf zwei Programme noch hinweisen. Und zwar nächste Woche Freitag findet auch genau hier an diesem Ort der Digital statt, also der digitale Kirchentalk, ein Online-Stammtisch. Hier geht es einfach darum, Leute, die Lust haben, über das Thema digitale Kirche zu reden, sich auszutauschen in einer Videokonferenz, die nicht aufgezeichnet wird, einfach eine Plattform zu bieten. Alle sind herzlich eingeladen. Das Thema wird sein Online-Kollaborationstools oder online-vernetztes Zusammenarbeiten. Und der nächste EEB-Talk findet statt am 14. Juni mit der Paula Nowak. Da geht es auch um Präsentieren und Gestalten, allerdings mit Canva und Spark auch alle herzlich eingeladen. Ja, ansonsten, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Mitmachen, fürs Mitwirken und an dieser Stelle euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne Arbeitszeit und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.